Traditionell macht Volkswagen mit dem Konzernabend den Auftakt zum Pariser Autosalon. Bevor dieser mit den Pressetagen startet, zeigen sämtliche Konzernmarken ihre individuellen Highlights der diesjährigen Autoshow im Schatten des Eiffelturms. Das Ganze unter dem Motto Driven by Desire. Porsche macht mit dem Panamera Sport Turismo den Anfang des Abends. Das Showcar ist etwas kürzer als der bekannte Panamera, dazu noch etwas flacher. Aber sein Heck macht ihn zu einem echten Alleskönner. Eine Mischung aus Kombi und Coupé. Der E-Hybrid-Schriftzug weist ihn als Plug-in-Hybrid aus. 416 PS Systemleistung können für sportlichen, aber auch ökonomischen Vortrieb sorgen. Mit dem Audi A3 Sportback rollt die erste Weltpremiere des Autosalons auf die Bühne. Von den Außenabmessungen kaum länger als der Dreitürer sorgt der um knapp 6 cm gewachsene Radstand für mehr Platz im Innenraum und leichteres Ein- und Aussteigen. Gegenüber seinem Vorgänger hat er 80 kg abgespeckt. Zum ersten Mal ist bei einer derartigen Veranstaltung Ducati zu sehen. Die Zweirad-Spezialisten sind seit diesem Jahr unter dem Dach des VW-Konzerns angesiedelt. In Paris zeigen die Italiener mit der 1199S das leichteste Bike seiner Klasse. VW Nutzfahrzeuge hat eine neue Variante des Caddy mit nach Paris gebracht. Der Cross Caddy folgt dem Kundenwunsch nach mehr Offroad-Look, ohne auf den gewohnten Komfort verzichten zu müssen. Seat steht für sportliche, bezahlbare Autos. Der komplett neue Leon folgt diesem Prinzip. Der kompakte startet mit frischem Design und modernen, sparsamen Motoren. Der längere Radstand sorgt zum einen für mehr Platz im Innenraum, zum anderen für ein komfortableres Fahrverhalten. Eine weitere Weltpremiere kommt aus dem Hause Skoda. Der Rapid hat seinen ersten öffentlichen Auftritt. Frei nach dem Slogan Simply Clever haben die Tschechen wieder gezeigt, wie kleine Detaillösungen das Leben leichter machen können. Zum Beispiel findet ein Eiskratzer seinen festen Platz im Tankdeckel. Beim ersten Frost muss man nach ihm nicht das ganze Auto durchsuchen. Bei Lamborghini steht diesmal der Gallardo in Paris groß im Rampenlicht. Der allradgetriebene LP564 bekommt ein leichtes Facelift an Front und Heck. Technisch ändert sich nichts am 560 PS Triebwerk. Für die 10 PS stärkeren Varianten LP574 Superleggera und Spider Performante gibt es nun ein Technikpaket, das unter anderem einen feststehenden Heckflügel und Carbon-Keramikbremsen beinhaltet. Bugatti zeigte in Paris den schnellsten offenen Zweisitzer weltweit. Fahrer und Beifahrer können bei maximal 375 km/h Open-Air-Feeling genießen. Wird das serienmäßig mitgelieferte Glasdach montiert, knackt der Grand Sport Vitesse mit 410 km/h sogar die 400er Schallmauer. Bentley steht für große Erfolge auf den Rennstrecken. Mit diesem Continental könnten bald weitere hinzukommen. Weltweit boomen Rennserien, die nach dem internationalen GT3-Reglement ausgetragen werden. Ende 2013 soll es soweit sein, dann soll dieser Continental GT3 wieder um Siege mitkämpfen. Am Ende des Konzernabends kam die wohl am meisten erwartete Weltpremiere auf die Bühne gefahren: der neue Golf 7. Von den Golffans erwartet, von der Konkurrenz gefürchtet. Also für mich ist der neue Golf der schönste Golf, den wir je gemacht haben, der beste Golf, was die Technik betrifft. Und wie Sie heute Abend gesehen haben, mit 85 Gramm CO2 beim Blue Motion auch der grünste Golf. Auch wenn derzeit Krisenmeldungen die Medien bestimmen, steht VW zu seinem Versprechen, auch soziale Verantwortung zu übernehmen. Deshalb wird der Konzern weiter in seine Mitarbeiter investieren und auch jungen Menschen eine Vielzahl unterschiedlicher Ausbildungsplätze anbieten. Denn nur so lässt sich das ehrgeizige Ziel erreichen, weltweit die Führungsrolle in der Automobilindustrie zu übernehmen.